Die Aufnahme läuft und mach mal das Overlay hier weg. Zack, jetzt könnt ihr das zumindest nicht mehr sehen. Dann nervt das schon mal nicht mehr. Und so, Lucifron gegen Maus Mana in der SC2CL. Fnatic MSI gegen Maus Sports. Viertelfinale. Und ich will mal nicht verraten, wie es bei den anderen Matches steht. Wer schon ein bisschen länger auf dem Stream ist, hat das ja mitbekommen. Und zwischen den Games können wir das erzählen. Die Aufnahmen findet ihr dann auf meinem YouTube-Channel. Ich denke, wir werden das dann auch bei Mausports verlinken. Lucifron, wer hätte es anders gedacht, ist Terraner. Wir haben ihn ja in der Beta schon gesehen, mit einigen sehr starken Auftritten. Und Mana, der Protoss, auch ein extrem krass guter Protoss, wie er sich auch schon in der Beta bewiesen hat. Und er ist auch bei einigen GoFo SC2 Cups ziemlich weit gekommen. Ich glaube, beim 27. ist er Zweiter geworden zum Beispiel. Ja, also von dem werden wir in naher Zukunft und vielleicht auch in diesem Spiel schon wieder einiges Geiles sehen. Wir machen natürlich Live-Games, aber das Ding hier wurde parallel gespielt zu dem vorletzten Match. Und das wollen wir natürlich nicht auslassen. Ja. Mana spielt jetzt hier ein, ich glaube das war ein 10er Gate, Quatsch, ein 11er. Hat natürlich den Vorteil, wenn man als Protoss ein Elbergate spielt, dass man seinen Core vor dem zweiten Pylon bauen kann. Und dann kriegt man seinen Stalker signifikant schneller, der einen dann eben safe gegen alles macht. Ziemlich safe gegen alles. Hier sieht Mana jetzt mittlerweile dann auch, dass Lucifron seine Barracks eben bei sich zu Hause baut. Das bedeutet, er kann dann wahrscheinlich auf den Stalker-Boost auch verzichten. Mal gucken, ob er das macht. Bin ich mal gespannt. Hier wird jetzt aber erstmal der zweite Pylon gebaut. Aha, aha. Also noch kein Kybernetik-Kern. Dafür wird er sich dann wahrscheinlich gleich einen Zealot leisten. Mal abwarten. Das Command Center wird jetzt zum Orbital Command ausgebaut, um eben sehr viele Mints durch Mules ranzuholen. Zweites Gas wird genommen, Refinery in Bau für Lucifron. Und genau hier wird der Zealot gebaut, ein Kybernetik-Kern wird gebaut. Auf dieser BO mit dem etwas verzögerten Kybernetik-Kern kann man dann eben ein bisschen safer spielen gegen eine zweite Barracks, die hidden ist. Und wenn aus dieser Barracks dann jetzt hier ein Marauder kommen würde, dann hat man eben sehr schnell Zealot-Zealot-Stalker oder Zealot-Stalker-Zealot. Und das ist eben wichtig, um gegen diese frühe Aggression mit Concussive Shells gefeit zu sein. Hier, die Scout Probe von Mana hat überlebt. Ziemlich wichtige Kleinigkeit zu Anfang. Denn so weiß er jetzt ganz genau, was hier abgeht, ob da irgendwas aus der Base rausschlüpft. Der Zealot läuft jetzt in Richtung gegnerischer Base, aber er möchte natürlich nicht direkt den Kontakt fordern. Und es kann gut sein, dass der Marauder, der jetzt hier rauskommt, bereits Concussive Shells hat, denn die brauchen nur 60 Sekunden, bis sie erforscht sind. Und ein Marauder gegen einen Zealot, wenn der Marauder Concussive Shells hat, ist dann eben ein Win für den Marauder. Das wäre ziemlich schade, jetzt hier den ersten Zealot zu verschwenden. Aber jetzt kommt hier der Stalker dazu. Dem kann man dann schon eher was machen. Jetzt kommt hier auch schon ein zweiter Stalker. Drei Gateways werden gebaut. Zweites Gas recht spät von Maus Mana genommen. Dafür hat er sein Warp-Gate-Upgrade schon zu 50% durch. Und Lucifron seinerseits baut ein One-of-All-Build, also eine Barracks, eine Factory, ein Starport. Obwohl der Starport ein bisschen spät ist. Und jetzt baut er hier mittlerweile auch einen Bunker dazu. Der Bunker macht ihn dann eben safe gegen die Art von Aggression, die Mana sich jetzt hier leisten möchte. Aber dadurch, dass Lucifron eben noch keine Concussive Shells hat, verliert er jetzt hier seinen ersten Marauder sehr früh, ohne dass er einmal geschossen hat. Auch der zweite Marauder geht jetzt down. Aber dafür können die SCVs hier mitkämpfen und Mana verliert auch seinen Stalker. Kann sich jetzt hier aber ungeschoren davon schleichen, denn er hat immer noch keine Concussive Shells. Das ist ziemlich komisch. Also Mana spart jetzt hier so viel Gas, wie es eben nur geht, um jetzt hier den frühen Banshee zu bauen mit Cloaking Field. Das Cloaking Field macht dann eben die Banshee unsichtbar. Dafür wird die Banshee dann leicht Mana verlieren. Solange die Banshee dann sozusagen Mana hat, ist sie unsichtbar und der Protoss braucht eine Einheit, um diese Banshee aufzudecken. Und bisher sieht es nicht so aus, als hätte Mana sowas. Er braucht dann eben eine Robotics Facility, um einen Observer zu bauen oder Photonenkanonen, um die Banshee, wenn sie getarnt ist, aufzudecken.
Er hat aber noch ein paar Sekunden Zeit, also er sollte sich jetzt dann doch aber langsam mal dafür entscheiden, safe gegen Cloak Banshees zu spielen. Mana hat auch ziemlich viel Energie auf seinem Nexus, 91 von 100. Baut jetzt hier noch einen weiteren Pylon, damit er nicht Supply stuck ist. Lucifron hat seine Factory ausgeflogen. Hier kommt jetzt ein weiterer Go von Mana. Und Lucifron verliert 3 oder 4 Stalker, Marauder. Und Mana kann hier richtig schön Druck machen. Der erste Banshee ist allerdings jetzt auch schon bei Mana in der Mainbase angekommen. Und Mana fightet hier gegen SCVs bereits. Aber der Banshee macht hier auch ordentlich Schaden. Ich lasse ihn mal angeklickt, um dann unten mitzählen zu können, wie viele Kills er hat. 5 Kills hat er bereits. Dieser Banshee hier oben wird jetzt hier gecloaked und kann jetzt hier wahrscheinlich alles abräumen, was Mana hier vorne stehen hat. 9 Kills auf dem Banshee unten in der Mainbase von Mana. Mana hat überhaupt keine Chance, diese Banshee hier zu sehen. Luzi zieht um. Banshee unten 14 Kills. Da wird noch eine weitere Banshee gebaut. 15, 16 Kills. WTF. Aber ja, jetzt kann er die auch noch cloaken. Oh mein Gott. Was für ein lustiger Base Trade. Dieser Banshee ist jetzt aber out of juice und wurde jetzt hier aufgedeckt. Geht down. Sieht ziemlich gut aus für Mana, der jetzt hier noch eine Robotics Facility baut. Hat genug Gas und natürlich auch genug Energie auf seinem Nexus, um jetzt gleich einen Observer durchzuspeeden. Ihn rechtzeitig rauszubekommen. Harvester-mäßig ist Lucifron auf 0 SCVs. Kann jetzt hier aber einen Mule casten. Immerhin. Der Banshee hier kann jetzt noch den einen oder anderen abräumen. Also die eine oder andere Probe. Aber jetzt wird der Banshee aufs Korn genommen. Der Observer ist da. Banshee geht down. Und es steht jetzt 5 zu 1 Worker. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass Mana jetzt im krassen Vorteil ist so. Aber armeemäßig, ja, sind sie beide auch irgendwie einäugig gegen blind. Die letzte Banshee zieht jetzt hier ihre Kreise, ist aber nahezu wertlos, sag ich mal. Denn sein Gegner hat ja 4 Stalker und den Observer, was er natürlich zu Hause erstmal parkt und benutzt seine Speed-Energie, um weitere Probes hier durchzuknallen. Lucifron seinerseits langsam mal wieder auf SCVs. Er hat jetzt 3 SCVs, johe johe, 4 SCVs. Beide Spieler quasi ohne Base. Income-mäßig sind sie ziemlich gleich auf, allerdings kann sich Mana leisten, einen Assimilator zu füllen. Und das Gas könnte jetzt das Zünglein an der Waage sein. 11 Worker mittlerweile wieder für Mana, der ja seinen Chrono-Boost benutzen kann, um schneller Worker nachzupumpen. Währenddessen Lucifron auf 5 SCVs ist und seine Mules werden immer schwächer im Verhältnis zum Chrono-Boost jetzt. 12 zu 6. Da wurde jetzt hier auch ein zweiter Observer gebaut. Mana versteckt jetzt hier seine Einheiten. Ah nee, er hat hier die Banshee gesehen. Banshee ist natürlich in keiner Position, um hier irgendwie Probes zu killen. Das macht Mana sehr gut. Jetzt kommt hier noch eine Cloak Banshee dazu. Ah, es ist jetzt natürlich richtig nice, wenn er jetzt hier noch den ein oder anderen, die ein oder andere Probe aufpicken kann. Ich glaube, er hat 2 Probes erwischt. Und da kommt jetzt aber auch der Observer. Und den sieht auch Lucifron. Zieht sich wahrscheinlich rechtzeitig zurück. Oh oh. Ja, knapp, knapp. 13 zu 9. Also doch ziemlich ausgeglichen noch. Mana mittlerweile wieder auf 5 Stalkern.